Mein Name ist Marlene Kaletka und ich arbeite bei Bosch in der Drucksensorik als Versuchsingenieurin. Ich habe in Cottbus studiert, habe dann in Berlin zu Ende studiert und dort auch meine Diplomarbeit in der Grundlagenforschung in Physik geschrieben. Ich habe eine Weile in der Grundlagenforschung gearbeitet und mich dann am Standort Feuerbach bei einem Bewerbertag beworben und dort dann eine Stelle angeboten bekommen. Ich habe im Bereich der Motorsteuergeräte gearbeitet als Validierungsingenieur, habe dann gewechselt in den Bereich Startergeneratoren und bin heute bei der Drucksensorik tätig. Ich arbeite sehr anwendungsbezogen. Ich teste die Sensoren zum Beispiel auf Umwelteinflüsse. Die Vereinbarkeit Beruf und Familie ist bei Bosch sehr groß geschrieben. Ich habe früher Vollzeit gearbeitet und hatte nach der Geburt meiner Kinder die Möglichkeit, in Teilzeit wieder einzusteigen. Und ich finde es super. Was ich wirklich spannend an meiner Arbeit finde, ist, dass ich mit externen Firmen zusammenarbeiten kann, die zum Beispiel Prüfstände betreuen, dass ich mit einem Chemielabor zusammenarbeiten kann, andererseits auch Aufgaben im Motorenprüffeld habe und dass sich alles wunderbar ergänzt. Bei Bosch habe ich alles gelernt, was ich heute mache. Es arbeiten sehr viele junge, dynamische Leute dort, aber auch sehr viele mit Erfahrung und dadurch kann man sehr viel noch lernen voneinander. Man bekommt immer neuen Input und ich finde es auch ganz spannend, wenn der Physiker neben dem Chemiker sitzt, neben dem Maschinenbauer, neben dem Wirtschaftsingenieur. Finde ich dann wirklich bereichernd. Ganz wichtig ist Spaß bei der Arbeit und dass man die Sachen wirklich gerne macht.